Aber mein Leben war damals wie so eine Abwärtsspirale. Schön langsam ist alles so, hat sich so runtergedreht. Und ungefähr mit 18 Jahren stand ich wirklich vor den Trümmern meines Lebens. Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Liebe Freunde der guten Unterhaltung, herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Und wir reden einfach über das christliche Leben, so in vier Kategorien, die Bibel ein bisschen was Lustiges, so man würde sagen ein Stand-up vielleicht oder ein wenig eine Komödie. Und dann geht's weiter mit Beziehung, Liebe, Sex und dann haben wir noch Special Guests. Manchmal haben wir ein paar Lieder im Programm, die wir euch zeigen werden, aber jetzt geht's erst einmal richtig los. Wer sich jetzt dachte, was ist denn das für ein Heini, der dachte sich, ja genau, ich bin hier gerade in einem Hotelzimmer, ich habe gerade KFC gegessen und mir spannt der Ranzen und anscheinend auch das Hirn, weil das Hühnchen ist mir wahrscheinlich zu Kopf gestiegen. Das war das Schrecklichste von KFC, das ich seit langem mal gegessen habe wieder. Um euch mal teilhaben zu lassen. Ja, also es war wirklich, es war grauenvoll, war das. Mein Name ist Steve, falls du das erste Mal zuschaltest und es bis hierher geschafft hast, dass du nicht gedacht hast, was für ein Spacko. Freue ich mich, dass du hier bist. Ich bin Steve, der Host. Ich leite dich durch das ganze Programm, durch diese Show, die Podcast-Show. Und ich treffe mich mit verschiedenen Leuten für verschiedene Themen, um das mal so aufzudröseln. Ob das jetzt Beziehung ist, wie du ja schon vorher von dem Bayer gehört hast, oder die Bibel oder so weiter. Ich bin jetzt kein Studierter, ich bin kein Theologe, kein gar nichts. Aber ich interessiere mich einfach zum einen für Menschen, zum einen für die Bibel. Manchmal gebe ich auch Antworten, die dir vielleicht nicht passen. Manchmal gebe ich gar keine Antwort, wo es mir selber manchmal nicht passt. Aber manchmal bin ich auch nicht so schnell halt. Genau. Dafür kann ich relativ schnell reden und deswegen mache ich auch den Podcast so schnell. Genau. Jo. Gut, ich lasse euch heute überraschen. Das Einzige, was ich euch sage, ist, zu Beginn kommt die Volksbibel, eins der umstrittensten Dinge, die die Christenheit in den 2000er Jahren mitbekommen hat. Zumindest glaube ich, das waren die deutschen Christen natürlich nur. Und da haben wir Martin Dreyer zu Gast und wir haben Andi zu Gast. Und wir reden da ein bisschen so, was die neue Version der Volksbibel so alles anders hat und wie auch die Geschichte ein bisschen der Volksbibel ist. Manchmal denkt man sich ja nur, ja, so ein Krampf, wie kann es sein? Aber ich finde, man muss auch ein bisschen so hinterfragen, warum kommt die Person auf den Gedanken? Vielleicht war die Intention eine andere als die, die ich mir einbilde, dass sie war. Genau. Und dann haben wir Michael und Steve, ein bisschen Comedy. Danach kommt Manu, der mich und meine Frau interviewt zu verschiedenen Beziehungsthemen. Und dann haben wir Gabriel Häsler zu Gast. Er ist der Gründer von Life on Stage und erzählt uns weitere Details aus seinem Leben. So, wenn dir das alles gefällt, würde ich mich freuen. Für 5 Sterne eine Bewertung auf Apple Podcast. Die 5 Sterne kannst du auch auf Spotify geben. Und was ich mich auch freuen würde, wäre, keine Ahnung, nee, eigentlich ist es mir egal, ob du mir auf Instagram folgst oder nicht, weil es ist mir jetzt nicht so wichtig. Da haben wir aber trotzdem einen Account, falls es dich interessiert. Und zwar heißt der Die Macht der Worte zufälligerweise. Und da kannst du uns folgen. Wir posten ganz wenig, deswegen muss ich auch sagen, ist es mir jetzt nicht so ganz wichtig, aber wir posten ab und zu mal was. Und falls dich das interessiert, würde ich mich freuen, wenn du es abonnierst. Falls du noch Interesse hast, vorab Leute, also unsere Interviewgäste, zu erfahren, dann gibt es die Möglichkeit,
auf einer WhatsApp-Gruppe teilzunehmen, und da eben up to date zu sein. Ich will nur sagen, ich weiß nicht, wie du das Thema Transgender, wie das dir so rüberkommt oder was du darüber denkst. Auf jeden Fall, geh mal in die WhatsApp-Gruppe und da kommt demnächst mal was und ich freue mich auf den Gast. Naja, okay. Aber jetzt fangen wir mal an mit die Macht der Worte. Lange Rede, tiefe Stimme, Frosch im Hals. Gut, seid gesegnet, meine Freunde. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, aber zuerst viel Spaß beim Hören dieser Episode. Die Macht der Worte. Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Meine Damen und Herren, ich sitze heute zusammen mit Martin Dreier und Andi Steiger. Servus. Hi. Hallo. Das ist der Franken-Podcast. Wo bist du eigentlich? Wie bitte? Welche Stadt? Wo bist du gerade? In Nürnberg. Nürnberg? Ja, kennst du das? Weltstadt Nürnberg. Lepkong City. Das ist ein Bier, was da gebraut wird, vermute ich. Also Nürnberg. Aber Nürnberg ist halt das Fränkische, ne? Ach so. Das ist ja der Franke sagt Nürnberg. Nee, das kenne ich nicht. Genau. Wir sind mit den Volksbibelautoren zusammen. Und da wir von dir schon die letzten Wochen was gehört haben, Martin, und die Leute wahrscheinlich sich denken, so, warum hocken jetzt da zwei? Ich kenne nur den Dreier, der da die ganze Zeit vor der Volksbibel irgendwas rausgebracht hat. Andi, wir reden ein bisschen über dich. Stell dich doch mal vor, was dein Leben so beinhaltet, wer du bist und ja, dass man so ein bisschen einen Abriss von dir bekommt. Ja, tja, natürlich, ich bin jetzt kein Name wie Martin Dreier. Ich bin auch eher so ein bisschen im Hintergrund. Ja, ich komme aus dem schönen Vogtland, hier im Süden von Sachsen. Und ich habe auch drei Kinder. Bei dir ist es ja bald soweit, Steve, hast du ja gerade erzählt. Das wissen zwar die Hörer noch nicht, aber okay, jetzt hast ja, du mich geoutet. Jetzt ist es raus. Sehr gut. Genau, also alles sehr, sehr spannend. Kinder, Hausbau und ganz viele andere Themen und so kleine Projekte nebenher wie die Volksbibel, wo man sehr viel versucht nebenbei nach vorne zu bringen. Genau, ja, bin jetzt kein extrem besonderer Prediger oder Mensch, der ganz krass irgendwo durch Deutschland zieht und bekannt ist, aber die Volksbibel, ja, die hat mich eigentlich von der ersten Stunde an oder der ersten Veröffentlichung an sehr begeistert und irgendwie ergriffen und mitgenommen. Aber da hatte ich mit Martin lang nichts zu tun. Also Wir haben uns tatsächlich erst in den letzten Jahren so richtig kennengelernt. Das ist gefreundet. Meiner Meinung nach auch eine sehr schöne, tiefe Freundschaft entstanden so über die Jahre. Auch wenn wir sehr viele Kilometer weit entfernt wohnen. Aber ja. Ich mache alle zwei Jahre immer mal so einen Urlaub bei Berlin und besuche Martin. Okay. Und wie alt bist denn du und hast du nicht Theologie studiert, um die Volksbibel mitzuschreiben? Also, ja, tatsächlich. Also das Alter müsste ich erst mal wissen und natürlich dann, ob du irgendwelche theologischen Hintergründe hast. Genau, ich bin 37 Jahre alt, weiß jetzt nicht, ob man da noch zur Volksbibelgruppe, Zielgruppe gehört, damals auf jeden Fall, wo das Ding rauskam. Genau, und theologisch, das ist auch ein Punkt, den ich immer so sage, ich habe jetzt keine Theologie studiert und auch jetzt keine Bibelschule oder irgendwas besucht. Ich bin leider ein ganz normaler Christ. Okay. Genau, aber das finde ich gerade gut, weil das ist auch der Punkt, wo man andere Leute abholen kann. Weil viele sagen dann, ich bin
ich habe jetzt irgendwie nicht so das Wissen und die Tiefe mit Übersetzungssprachen, Hebräisch und so weiter. Ich bin da nicht fit und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie wird übersetzt oder so, wie schlau muss ich da sein, wie viel muss ich studiert haben und so weiter. Manche Leute kommen da und haben da ein bisschen Hemmungen. Und wenn man dann aber sagt, es ist eigentlich überhaupt nicht schlimm. Du kannst ganz normaler Christ sein, sag ich mal. Mhm. Und wenn du ein Herzen hast für die Bibel und für das Wort Gottes und das einfach in einer verständlichen Sprache irgendwie zu den Menschen zu bringen, dann ist das der Punkt. Also ich sag mal, dein Herz ist wichtiger als dein ganzer Werdegang oder so weiter. Mhm. Genau. Und bin natürlich auch in den Texten, in den Inhaltsübersetzungen so mit dabei, wie ich es halt schaffe. Aber meine Hauptaufgabe tatsächlich ist eher so im Hintergrund die ganze Technik und ja, ich sag mal auch so ein bisschen die Community-Arbeit, Social Media und so weiter. Okay. Das ganze Projekt irgendwie nach vorn zu treiben. Und ich hoffe dann, um genügend Leute zu motivieren, die dann an den Texten coole Sachen ändern. Ich selber hätte auch Bock, aber die Zeit fehlt dann oft bei den ganzen anderen Themen. Ja. Okay, dann springen wir mal zu Martin. Martin, nachdem du die Cheese Freaks gegründet hast und dann, dann war eigentlich schon fast die Volksbibel da, ne? In deiner öffentlichen Karriere. Genau. Was hat dich dazu getrieben, die Bibel, das heilige Buch Gottes, das nur Luther anfasst, der Herr Elberfelder, dass jetzt da noch der Dreier kommt und sagt, ich mache jetzt da noch meine eigene Version draus? Ja, ich habe hier in einer anderen Folge von diesem Gedanken des Wellengangens erzählt, ja, und Jesus Freaks war definitiv eine Phase, wo die Welle nach oben ging. Danach gab es aber eine Welle, die auch ganz steil nach unten ging. Mhm. Eigentlich so in dem Moment, als Gott mich wieder gepackt hatte, in diesem Tiefstpunkt und auch ganz viel neu sortiert hat und auch ganz viel in mir verändert hat, kam eigentlich wieder ein neuer Auftrag. Und ich glaube, Gott kennt mich ganz gut. Und er weiß, den alten Dreier, der kommt eigentlich nur in Quark, wenn er irgendwie auch einen Auftrag von mir kriegt. Sonst wird er irgendwie in sich nicht, also ich übertreibe jetzt, aber so im Rückblick kann ich mir sehr gut vorstellen, dass bei Gott irgendwie sowas abgegangen ist, ja. Und hat mir dann, es gibt eine fromme Geschichte zu oder eine weniger fromme. Welche willst du hören? Was sind deine Hörer? Die weniger, also die echte, die authentische. Okay. Authentisch, aber nicht zu charismatisch. Okay, also gut. Die eher irdische Version der Geschichte der Volksbibel fängt in einem Jugendzentrum in Köln an. Da habe ich nämlich studiert, Pädagogik, und ich saß da mit Mehmet und Alessandro auf dem Sofa hinten in der Ecke. Mhm. Und dann habe ich mal so ein paar Testballons gestartet, weil die wussten alle, ich bin der Jesus Freak Martin und so, habe ich nicht mal. Sag mal, Mehmet, der Heilige Geist, was ist denn das? Wenn du jetzt eine Bibel liest, ein Buch liest vor Heiliger Geist, was ist denn das? Meinte Mehmet, ist das ein Schnaps? Also Heiliger Geist, der dachte, Heiliger Geist, Weingeist, Spirit, ja, ist irgendwie ein Schnaps. Mhm. Gut, dann habe ich Alessandro gefragt, sag mal, Alessandro, schon mal gehört, die 10 Gebote, was ist denn das? Dann kamen so Antworten, Straßenverkehrsordnung, so in der Richtung, ja. Okay. Und umso mehr ich eingestiegen bin in alte biblische Bilder, ja, Hirte, ja, ist das eine Rockband oder so, oder eine Popband oder eine Rapband oder so. Also diese ganzen biblischen Begriffe, Grundbegriffe, Sünde, Heiliger Geist, Segen, hatten die überhaupt keine Idee, was das gemeint, was damit gemeint sein könnte, konnten damit überhaupt nichts anfangen. Mhm. Und mein erster Impuls war eigentlich, es müsste eine Bibel geben für Mehmet und Alessandro, die diese ganzen frommen Begriffe umschreibt, erklärt, im Text auch erklärt und sie zweitens in eine Sprache runterbricht, die auch sprechen und drittens, und das war dann schon ein Wagnis, auch zu versuchen, diese Geschichten in die heutige Zeit zu übertragen. Also nicht nur die Sprache, sondern auch
die Gegenstände, die Orte, die das Geschehen, die Waffen, die Fahrzeuge, ja, all das in die heutige Zeit zu übertragen. Und umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr habe ich auch festgestellt, dass diese ganze alte Welt und dieses alte Denken und diese alten Bilder, die sind sehr schön, die sind für Prediger auch toll, weil man die ganz toll deuten kann. Aber oft nehmen sie auch die etwas weg von der ursprünglichen Bedeutung. Mhm. Ja, wenn in der Bibel steht, das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert. Da denkt Mehmet an irgendein Schwert, was er im Museum mal gesehen hat, ja. Mhm. Damals, ja, das war das zweischneidige Schwert. Alter, was erzählst du da? Das war die gefährlichste Waffe, die es gab, ja. Nicht eine Schneide, nein, zwei Schneiden. Mhm. Das war so wie heute irgendwie Pumpgun, MG, keine Ahnung, irgendwie Schnellfeuerwehrgewehr, ja. Also, sowas muss bei denen damals in den Köpfen abgegangen sein, ja. Mhm. Und deswegen war meine Idee, ich möchte eine Bibel schreiben, die diese ganzen alten Geschichten auf die Art und Weise ganz neu und ganz frisch erzählt, in einer einfachen Sprache für diese Zielgruppe. Das war eigentlich so der Startgedanke. Okay. Und wie hat es dann Fahrt aufgenommen? Gut nach Mehmet und Alessandro, die du dann mal geprüft hast, ob die Floskeln kennen, Kananäisch. Hast du dich dann mal hingesetzt und hast ein paar Sachen übersetzt oder wie war das dann? Genau, ich habe dann Matthäus übersetzt, die ersten 14 Kapitel und habe das denen dann gezeigt und habe sehr geiles Feedback bekommen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, fuck, wenn du das ganze Buch jetzt machen willst, da brauchst du irgendwie einen Verlag, der das auch rausbringt und habe mich dann ein bisschen rumgehorcht und SCM hatte dann tatsächlich Interesse und hat einen Vertrag mit mir gemacht und mhm. dann haben die das ganze Neue Testament rausgebracht. Mhm. Ich habe in der Zeit studiert, allerdings nicht sehr viel studiert, weil ich hier die ganze Zeit in meiner Schreibstube war oder in meinem Jugendzentrum war. In Wittenberg. Genau, in Wittenberg in Köln. Komm. Und meine Frau hat in der Zeit das Geld verdient, sage ich mal. Ich habe zwar auch BAföG bekommen, aber ich habe da natürlich mein Studium später abgeschlossen. Das habe ich auch ein bisschen meiner Frau zu verdanken, dass sie das überhaupt möglich gemacht hat. Mhm. Und naja, da gab es schon im ersten, die habe ich schon ein paar Texte veröffentlicht und so die ersten zwei, drei Wochen, bevor das Ding veröffentlicht wurde, gab es dann schon auch Proteste von den lieben Brüdern, die also Angst hatten, da ist dieser dahergelaufene Martin Dreyer, der noch nicht mal richtig Theologie studiert hat, mhm. der will da das Wort Gottes in den Schmutz ziehen. Ja. Ja. Und dann ging das ab. Welche Version hast du denn genommen zum Übersetzen? Also, oder war das die, also hast wenigstens den Urtext wenigstens genommen für die Volksbibel, oder? Ja, nein, habe ich nicht. Ich hatte das war eigentlich mein Ansatz. Ich kann so ein bisschen Altgriechisch, ich habe das tatsächlich auch mal so ein bisschen gelernt. Mhm. Aber mir war dann klar, ich will ja nicht die genaueste Bibel. Ich will ja nicht Elbefelder 2. Mhm. sondern ich möchte die freieste Bibel, die frischeste Sprache. Und das kann man eigentlich so machen, wenn man vier verschiedene deutsche Bibelübersetzungen nebeneinander legt. Mhm. Und so habe ich das auch gemacht. Ich habe also eine vierspaltige Datei in meinem Rechner erzeugt. Links Elbefelder, daneben Einheitsübersetzung, dann Gute Nachricht und Hoffnung für alle. Mhm. Und dann habe ich Vers für Vers gelesen. Ja. Dann weißt du ungefähr, was da steht. Und dann habe ich in der letzten Spalte halt mir überlegt, okay, wie würde das jetzt Mehmet sagen oder was für eine Sprache die Mehmet verstehen würde. Und so habe ich dann Vers für Vers das ganze Neue Testament übertragen. Okay, da kommen jetzt zwei Fragen auf mich oder kommen mir gerade. Zum einen, warum mochten das die Nichtchristen und warum sind wir Christen da so ein bisschen... Dreier, was machst denn du da? Also weißt du, woran das liegt? Sind wir alle gesetzlich wie Christen und oder fehlt dir das Verständnis für die Heiligkeit der Bibel oder woher? Also weißt du, was ich meine? Ja, also ich gebe jetzt mal eine kurze Antwort. Da könnte man bestimmt 3 bis 4 Podcasts mitfüllen. Warum sind Christen so? Fragezeichen. Ja. Ich glaube, ein Grund ist, weil viele Christen von Angst
geprägt sind. Angst, Fehler zu machen, Angst zu sündigen, Angst, Dinge zu tun, die Gott nicht gut findet. Heiligkeitsbewegung so als Stichwort. Mhm. Und Angst ist ein Gefühl, was lähmt, was Kreativität eindämmt, was erstmal alles Neue als schlimm und satanisch und so weiter abtut. Ne? Mhm. Und meine Erfahrung war eigentlich, gerade mit den Kritikern, wenn man mit denen spricht und ihnen das erklärt und ihnen die Geschichte dazu erklärt, mhm, und letztendlich auch über diesen letzten Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Völkern. Das ist ja ein Übersetzungsauftrag, nicht, ja, nur ein Predigtauftrag, das ist ein Übersetzungsauftrag. Wir sind aufgerufen, das Evangelium allen Völkern zu predigen, also es auch zu übersetzen. Mhm. Nach Afrika und nach Guatemala, da ist uns das klar. Aber wenn da auch Mehmet im Jugendzentrum neben mir sitzt und das Evangelium, so wie es da in den Bibeln steht, nicht versteht, dann gilt es auch für ihn, das zu übersetzen. Und übrigens auch für den Mann aus der Deutschen Bank im 12. Stock, mhm, der vielleicht nochmal eine ganz andere Sprache und ganz andere Bilder und ganz andere Vergleiche und Gleichnisse braucht. Das ist unser Urauftrag. Das ist das, was Jesus, denke ich, von uns möchte. Ja. Und ich habe diesen Auftrag versucht zu erfüllen mit dieser Bibelversion. Hast du, nachdem du da das Johannesevangelium übersetzt hast, dachtest du, es wird auf jeden Fall Gegenwind kommen? Ehrlich zu sein, war ich ein bisschen überrascht. Okay. es gab da mal eine Phase, da habe ich wirklich 600 Protest-E-Mails am Tag bekommen. 600. Okay. Ich mache den Rechner an. Und freundliche Mails waren dann so, Herr Dreyer, was machen Sie denn da? Da kamen aber auch so Mails wie, Herr Dreyer, Sie sind ein Kind des Satans und Sie, mhm, werden sich vor dem Gerichte Gottes dafür verantworten müssen, dass Sie dieses Schandwerk ins Leben gesetzt haben und so. Mhm. Also diese ganzen Facetten waren dabei und ist bis dahin, dass ich sogar mal in einem Gottesdienst von jemandem, dem Satan, übergeben wurde. Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten. Also Michi, wir haben ja letzte Woche drüber geredet, dass du halt eine neue Erkenntnis hattest, mhm, über Bäume und Stühle. Das ist gut zusammengefasst, ja. Genau. Und dass du irgendwie als so eine nordische Gottheit da irgendwas mit reingebracht hast. Ja, genau, das war mein Versehen. Aber ich hatte ja auch eine Erkenntnis, ich lese gerade ein Buch, ich glaube, Gottes Königreich in 40 Tagen. Mhm. Bei uns ist es immer gut in der Gemeinde, da schmeißen die Leute einfach ihre alten Bücher hin, mhm, und ich bin ein wenig so süchtiger mit Büchern. Ist mir auch egal, ob ich es dann lese oder nicht. Hauptsache, ich habe wieder mal ein neues Buch. Der Kofferraum ist voll. Genau. Und da habe ich eins mitgenommen und da war ich vielleicht auch so dramatische Musik, wie du hattest. Und zwar stand in diesem Buch, Michael, warte, ich will auch den Heil. In diesem Buch stand drin, ihr nennt mich Herr, Herr, ich aber kenne euch nicht. Und dann geht's halt so weiter, ihr habt in meinem Namen Dämonen ausgetrieben und sowas. Mhm. Und, war das die Bibel? das alte Buch. In 40 Tagen. Kenne ich doch irgendwo. Das Königreich. Ja, aber das war mir wieder neu bewusst, dass wir arbeiten können, aber unsere Gerechtigkeit und Beziehung mit Gott nicht erarbeiten können. Ja. Und das fand ich, also so lustig, wie das jetzt angefangen hat, dieses Thema, fand ich das trotzdem interessant, weil ich merke gerade so ein bisschen, jetzt muss ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, für den Podcast bete ich ganz wenig. Ah, okay. Und ja, lass mich da, weiß ich nicht, ob ich mich da von Gott leiten lasse. Wir haben einen gemeinsamen Freund, Gemeindemitglied, der sagt, da frage ich nicht lange Gott, da mache ich das einfach, dann, mhm, wird es schon passen. Ja. Und in dem Modus bin ich auch, will aber wieder mehr so hin, was ist Gottes Wille mehr. Mhm. Nicht, dass da halt irgendwas ist. Hilft dir das ein wenig, mich? Hat dich das jetzt auch neu aufhören lassen? Ja, das ist halt, es ist wahrscheinlich immer diese Sache bei Gott, dass es irgendwie, wir bewegen uns so oft zwischen zwei Polen. Mhm. Also nicht geografisch. Slowakei und Pole. Zwischen zwei Pole vielleicht.
Und das ist, was du letztes Mal gesagt hast, mit Martha und Maria auch irgendwie. Mhm. Diese Pole, Zeit für Gott, bei Gott, mhm. aber einfach auch tun und handeln. Und im Moment, glaube ich, war das schon, dass Jesus zu Maria sagt, du hast das bessere, den besseren, das bessere Teil erwählt. Mhm. Aber es heißt nicht, dass das andere dann total schlecht ist. Und ich glaube, es gibt halt, man muss immer so einen Mittelweg manchmal finden. Und es gibt auch Zeiten, wo Gott einem das aufs Herz legt, vielleicht dir jetzt gerade, mhm. hey, mach mal langsam, bet mal da mehr dafür. Und dann ist vielleicht einfach Zeiten, wo das auch, das klingt jetzt ein bisschen oberflächlich, vielleicht auch gar nicht so nötig ist. Mhm. Weil wenn wir immer nur aus der Gegenwart Gottes kommen und dann wieder reingehen in die Gegenwart Gottes und rauskommen in die, und so weiter, dann bleibt halt nicht viel Zeit dazwischen übrig, um einen Podcast zu schneiden oder eine Predigt vorzubereiten oder einfach mit seinen Kindern am Spielplatz zu gehen. Mhm. Und das ist, Gott hat uns, ich lese da ja auch ein Buch. Ach nee, du liest ja? Bücher. Ja, ich hab schon. Der dritte. Man muss wissen, der Michi, wie viel hast du, also außer die Bibel, das ist dein Lieblingsbuch. Ich habe auch Lederstrumpf ganz gelesen schon. Kenne ich nicht. Das ist als, ja, war früher, als ich jung war. Ist das ein Voramerikaner? Lederstrumpf ist Frisur wie der Trump ein bisschen, aber nein, das ist genau in den frühen amerikanischen Zeiten in der Wildnis. Man darf ja nicht mehr, ich habe da nämlich auch was Tolles. Man darf ja nicht mehr Amerikaner sagen. Tatsächlich? Hast du jetzt den Piep gehört? Ja, ja, freilich. darf man noch Indianer sagen? Das nicht. Aber du hast erst ein anderes Wort gesagt. Ja, das stimmt. Ja, eben. Versprochen. Dachte ich mir. Du hast ja erst Amerikaner gesagt. Aber ja, das richtig. Darf man schon. Das andere natürlich nicht. Das habe ich gesagt kürzlich. Echt? In Gegenwart von Amerikanern. Okay. Die sind alle ganz zusammengezuckt, wie ich das fröhlich gesagt habe. Der Rassist. Den muss man doch Native sagen oder First Nations. First Nation. Das ist auch gut. Okay. Aber auf alle Fälle, in dem Buch geht es darum, mhm. dass man auf den Berg geht mhm. und zu Gott quasi, aber leben du mir im Tal. Und auf dem Berg bereitet man sich fürs Tal vor. Ich glaube, ich brauche das Buch gar nicht mehr lesen nach dem ersten Kapitel. Also das lese ich auch mal in Lederstrumpf, dass das so ist. Nein, das heißt, gemeinsam auf die Hütte. Gemeinsam auf die Hütte. Hüttenzeit. Hüttenzeit heißt. Sehe ich es gerade. Super Buch. Ja, kann man nur empfehlen. Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht. So, sehr geehrte Damen und Herren, auf geht's in Runde 3. Wir interviewen heute wieder Steve und Elida über ihre Beziehung und alles, was damit zusammenhängt. Mhm. Hallo. Hallo, hey. Ja, danke für den Applaus. Danke. Okay, also, wir hatten letztes Mal geendet mit, als Elida uns erzählt hat, wie es ist, wenn Verliebtsein zur Liebe wird und diesen Zwiespalt, den das in ihr hervorgerufen hat, was ein harter Kampf für sie war. Steve, dich habe ich noch gefragt, aber dann war die Zeit leider um. Schade. Aber dafür darfst du jetzt umso mehr dir Zeit nehmen, um zu antworten, was dich dieser Prozess gekostet hat. Ich verbinde unsere Freundschaft, die wir zwei haben, mit einem Satz, den du mir beigebracht hast, an den ich mich jetzt leider nicht mehr erinnern kann. Gleichzeitig kann ich ihn nicht vergessen. Du weißt, welchen Satz ich meine. Wie ging der nochmal? Also, ich mag ja kein Englisch, aber auf Englisch war der Nothing has been won by love, which doesn't suffer. So ungefähr. Ein sehr tiefer Satz. Also, nichts wurde von Liebe gewonnen, die nicht leidet. Okay. Erzähl mal. Also, zuerst wollte ich mal sagen, ich will nämlich auch das sagen von verliebt zur Liebe. Weil das ist ein bisschen, da kann man sehr gut die Bibel mit reinbekommen, weil das ist nämlich am Anfang auch so mit Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn Christen frisch bekehrt sind. Dann haben die diese erste Liebe, dieses, wow, wir stecken die Welt mit dem Heiligen Geist an und was weiß ich was und dieses Radikale und irgendwann ebbt es ab. Also zuerst. Nein. Zuerst. Und dann. Richtig. Ja, okay. Musikalisch so dargestellt. Untermalt, ja. Und genau, und dann irgendwann ebbt es ja ab und dann ist es so, dass man sich fragt, und das ist dann das, wo Liebe anfängt, also im christlichen Bereich mit Gott, dass du dann Gott suchen musst, um in dieser Liebe zu bleiben. Ja.
Und das Ganze kannst du auch auf die Beziehung führen. Also am Anfang bist du himmelhoch jauchzend und würdest alles machen. Also bei mir ist es so, wenn ich verliebt bin, nehme ich relativ viel ab. Also man merkt jetzt... Steve, warum lachst du jetzt so? Aber das ist tatsächlich so bei mir. Und das war auch so. Und irgendwann ist es tatsächlich so, und gerade auch in der Ehe und langfristigen Beziehung, dass man den Partner immer wieder suchen muss, so wie es mit Gott ist. Also du kannst keine Beziehung zu Gott haben, wenn du ihn nicht suchst. Du wirst nie auf dieser Welle des Verliebtseins. Manu, reiß dich mal jetzt zusammen, bitte. Ich sag ja gar nichts. Ja, aber man wird nie auf dieser Welle der Verliebtseins sein Leben lang bleiben, ob das mit Gott ist oder mit dem Partner. Sondern du musst Gott suchen, du musst deinen Partner suchen. Preach it. In the name of Jesus, raise your hands, people. Clap your hands together. Thank you. Somebody say amen. Amen, amen. Also ich glaube, das kann jeder wirklich bestätigen, der schon ein paar Jahre mit Jesus lebt und die Freundschaft zu Gott durch Jesus hat, dass es irgendwann der Punkt kommt, dass man merkt, okay, es kostet einen was. Ja, das stimmt. Was hat dich das jetzt in Bezug auf Elida gekostet? Mein Stolz tatsächlich. Ist das jetzt gut oder schlecht? Sowohl als auch. Man liebt seinen Stolz. Egal, wer mir erzählt, er hasst seinen Stolz, der lügt, glaube ich. Oder sein Ego auch. Also weil für mich war es so, das war eine Vor- und Zurück-Bewegung mit Elida. Also einmal ließ sie mich jetzt in dem Sinne ran, dass ich mit ihr Zeit verbringen konnte und mit ihr Spaß haben konnte und was auch immer gemacht habe. Und dann zum anderen hat sie mich ignoriert für Wochen oder Monate lang. Bitte? Nicht Monat. Doch, es war ein Monat. Ein Monat. Es war ein, okay, nicht Monate, ein Monat. Ein Monat, maximal. 30 Tage. Das war für mein Ego schon hart. Also, weil wahrscheinlich hat diese Liebe oder dieses Verliebtheitsgefühl durchgetragen. Weil wenn ich mir manchmal denke, wenn ich mit Freunden rede und die werden so behandelt wie ich, dann sage ich denen, weißt du was, nehme die Beine in die Hand und renne. Und denke mir, derselbe Depp war ich genauso und genau deswegen bin ich heute mit der Lieder zusammen. Weil ich zum Glück keinen um mich rum hatte, der mir das so direkt leider gesagt hat. Oder vielleicht war es auch gut so, ne? Weil dann entwickelst du ja auch so ein bisschen eine Resilienz, dass man dem widersteht, wo man Meinungen hört. Und sagt, nee, ich mache mich da fest auf die Elida jetzt in meinem Fall und ich bleibe bei der. Und selbst wenn es mich das kosten würde, dass sie zurück in die Verröhrensen geht und danach wir nie mehr Kontakt haben, ich habe das gemacht. So ein bisschen wie, ja, Gott gibt's nicht, aber egal, wenn es Gott nicht geben würde, ich habe so gelebt, dass ich sagen kann am Ende, wenn ich sterben würde und Gott gibt's nicht, ich bin zufrieden trotzdem, so wie ich gelebt habe und ich bereue nichts. Also das hat dich quasi beschenkt, dass du deinen Stolz verloren hast. Ja, aber es war auch heilend. Also das hat mich auch Wunden gekostet von vorherigen Beziehungen, von Verlassenheitsängsten oder sonst was, weil sie hat mich ja, insgesamt hat sie mich dreimal ignoriert, egal wie lang, aber das waren immer wieder diese Verlassenheitsängste, die ich hatte als Scheidungskind, als Betrogener in Beziehungen, wo ich gemerkt habe, warum auch immer das Gott so macht. Es war immer wieder dieses, du hast jetzt dieses Gefühl von Verlassensein von der Elida, aber halt fest an mir. Und dann kam sie wieder zurück und dann war wieder dieses Gefühl Verlassensein. Aber halt fest an mir. Und ich habe in dieser Zeit, ich weiß nicht, ob es Träume waren, dreimal habe ich das geträumt oder irgendwie so vom inneren Auge gehabt, wie mein Herz runterfällt in zwei Hände. Wer dieses Bild deuten kann, bitte ruft mich an und die Macht der Worte oder sonst irgendwas, aber in blaue Hände. Und jedes Mal, wenn dieses Herz in diese Hände fallen würde, um das aufgefangen zu bekommen, sind die Hände aufgegangen und das Herz ist jedes Mal durchgefallen. Und für mich war das so ein, weiß ich nicht, also ich interpretiere so, dass du dein Herz nicht in die Hände von Menschen geben kannst. Also ich weiß nicht, was die blaue Farbe bedeutet, vielleicht bedeutet es Erde oder sowas, deswegen weltliche Sachen oder irdische Sachen, aber das weiß ich jetzt gar nicht genau, da will ich jetzt auch nicht so viel interpretieren, aber
Für mich war das so, ja, ein Zerbruch auch. Das hat mich das gekostet, dass ich diese Beziehung mit Elida, klingt jetzt komisch, aber vielleicht nicht zu ernst nehmen. Also schon ernst nehmen, aber nicht so ernst nehmen, dass es mir das Genick brechen würde, dass meine Welt zusammenbricht. Ja. Wow. Ja. Und nächste Woche geht's weiter. Wir haben noch ein paar Minuten. Ja. Okay. Deep, man. Vielen Dank. Gerne. Okay. Weil wir jetzt ein auch christlicher Podcast sind, gibt es ein paar interessante Bibelstellen. Mhm. Ich würde euch gerne was vorlesen und euch dann fragen. Oder Steve, ich möchte mit dir mal gerne anfangen, aha, was folgende Bibelstelle mit dir eigentlich macht. Und zwar Epheser 5, 23 und Epheser 25. Mhm. Ich lasse jetzt mal die 24 raus. Die kriegt nachher Elida. Und da steht, ich lese eine Hoffnung für alle, die ist ein bisschen harmloser, es gibt herausfordernde Übersetzungen. Mhm. Da steht, denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt, er hat sein Leben für sie gegeben. Ja, das spricht ja genau von dem Eheverhalten, das ich an den Tag lege. Hoffentlich. Das ist ja herausfordernd. Ich finde. Es ist herausfordernd, ja. Gut, dass du das machst. Ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, ich mache das, glaube ich, viel zu wenig. Oder? What? Dass ich jetzt so. Dass er für dich stirbt. Jesus ähnlich bin, genau mein Leben für dich hingebe. Eigentlich hast du ja gerade erzählt bei der Frage, was sich das gekostet hat. Ja. So. Kann man die zwei Sachen miteinander vereinen? Deine Antwort, wo du gesagt hast, hey, das hat dich das gekostet, das gekostet, das gekostet. Schaut so das Sterben aus, was Jesus da beschreibt? Im Prinzip schon. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es praktiziere. Jetzt, oder was? Wie bitte? Das war damals, oder wie? Also damals, ja, aber das ist ja jetzt nicht nur, ja. In Epheser ist es ja nicht nur, dass du deine Frau bekommen sollst und dann bist du wie Jesus, sondern du bist die ganze Zeit wie Jesus und gibst dein Leben hin. Das ist interessant, ne? Also da, wann hat dich das letzte Mal sowas gekostet, wie das, was du da beschrieben hast in dieser Phase, dass du da wirklich, dass es sich unangenehm angefühlt hat, dass du da was loswerden musstest, überwinden musstest, dass du da was wirklich wie ein Stück Leben gelassen hast? Wann war das letzte Mal, dass da sowas da war? Wenn ich das so mal direkt fragen darf. Ich denke, das letzte Mal, tatsächlich, ich glaube, da haben wir gestritten und ich habe mich aufgeregt. Und dann, und das passiert ganz selten, bin ich zu Elida hin und habe mich entschuldigt. Und du weißt es gar nicht mehr wahrscheinlich, weil ich auch nicht mehr weiß, wann und in welchem Zusammenhang das war. Also es ist bestimmt schon einen Monat her. Aber es stimmt, ja? Du kommst nicht oft und sagst nicht schon. Das geht jetzt ja da gar nicht drum. Ah, oh, okay. Ach nee, scheiße, falsche Knopf. Der war's. Aber das ist eine gute Frage, wann war das letzte Mal? Ich finde aber, und das ist das Ding, das macht auch dieses Verliebtsein. Also was ich schon gesagt habe, ne, dieses Radikale. Ja. Dann ist dir das wurscht, dann stirbst du natürlich gern. Romeo und Julia war dasselbe. Dann frisst er halt die letzten Kapseln, dass er auch noch stirbt oder sowas. Und ich finde aber, und das finde ich auch interessant, so eine Geschichte, wie wir haben. Und ich finde, bei uns war sehr viel Gott drin, vielleicht manchmal mehr Gott als bei anderen Leuten, die nehmen es vielleicht entspannter oder sowas. Aber das schützt dich nicht, so wie eine Bibelschule dich niemals schützen würde davon, dass du vom Glauben abfällst, schützt dich auch so eine Geschichte, wie wir haben, würde ich sagen, nicht vor Scheidung. Schützt nicht. Nein. Mm-mm. Also du hast keine Garantie, no. Oh, das war jetzt eine Gottgeschichte, ich habe sogar Tagebuch jeden Tag geführt und jetzt können wir da unbesorgt unser Leben leben ohne Scheidung. Also. Aber das habe ich auch an dich geliebt damals und immer noch. dass du auch gesagt hast, hey, du weißt schon, das ist keine Garantie, dass wir verheiratet werden in 10 Jahren. Bleiben. Ja. Du weißt schon, da einer von uns kann bedingsen, cheat.
Betrügen, das sterben. Das hast du zu ihr gesagt damals? Ja, so Anfang also, der Ehe oder davor, ich weiß es nicht. Und ja. Ich so, krass, du bist doch Christ, du musst alle die Heilige antworten. Und der Steve, das habe ich so mit ihm geliebt. Der war nie... Hast du? What? Hast du oder liebst du? Ich liebe dich, ja. but I mean, dass du so ehrlich bist mit mir von Anfang an. Ich wusste immer, wo du stehst und ich, das war immer sehr transparent mit dir. Ist aber manchmal schwierig, weil halt Leute, ja, weil das mir auch manchmal auf die Füße fällt. In anderen Beziehungen. Und auch bei dir manchmal. Ja, klar, ist, was ich dich für, this is what I love most about you, is the one thing that is most annoying also, right? Yes, man, this is what we're talking about, hashtag Instagram. Es hat am meisten Potenzial, ne? Zu verletzen, aber auch einem richtig gut zu tun. Ja. Also ich sehe da gerade schon gewisse Parallelen, was in der Bibelstelle steht und was du erzählt hast mit dem, wo es halt vorhin ums Verliebtsein ging, dass das, was einen kostet, es zeigt ja auch, wie wertvoll eine Sache ist. Ja. So, und was man bereit ist, dafür zu lassen, bestimmt ja auch den Wert, den man dafür dann, für was man es eigentlich macht. So. Und ja, kann es sein, dass man das permanent machen muss? Ja, ja, klar. Also freilich. Aber das ist ja natürlich schwierig, weil also ich habe mal schlechte Tage, Lida hat mal schlechte Tage, jeder Ehepartner hat mal schlechte Tage und ist natürlich auch egoistisch. Also weil das ist ja auch so, dass wir, also wir hatten neulich bei der Macht der Worte, bei dem Bibelthema ein Thema und zwar ging es um die Gegenwart Gottes im Alltag leben. Und ich saß mit dem Typen zusammen und wir haben das besprochen. Und währenddessen war das für mich so ein blankes Papier. Also nicht, dass ich nicht mit Gott im Alltag lebe, aber immer in diesem Bewusstsein zu leben, dass Gott mit dabei ist. Und dann hat er irgendwie ein Beispiel gebracht, dass irgend so ein Typ gibt, der jede Minute einmal an Gott denkt. Und das ist ja schon Hammer. Ach, von dem habe ich gehört. So, nee, alle 10 Minuten, glaube ich. Ne? Oder alle 10. Sich einen Wecker stellt. Ja, genau. Ja, ja. Und ich finde, da ist mir bewusst geworden, wenn wir in der Gegenwart Gottes jeden Tag leben und es bewusst machen, dann fällt uns es wesentlich leichter, mit Gott Beziehung zu führen. Und dann kann ich natürlich auch, wenn ich diesen Lifestyle habe, mir denken, sagen wir mal, wenn ich mit der Lida oder wenn die Lida dann schlecht drauf ist, dass ich mich von den Emotionen nicht leiten lasse und mir dann denke, so jetzt schrei ich zurück oder maul sie an, sondern dass ich mir denke, okay, geliebtes Kind Gottes, wer weiß, was sie heute erlebt hat, vielleicht waren die Kinder anstrengend oder irgendwie hat sie ihre Tage oder was weiß ich was. Und dann fällt es auch schwierig. Also was ich meine damit ist, dieses konstante Leben in der Gegenwart Gottes zu leben, das ist mein Wunsch, weil dann kannst du nämlich auch dieses Epheser 5 machen. Aber da wir leider noch in dem alten Fleisch manchmal drin hängen, haben wir auch Tage, Wochen, vielleicht Monate, wo man sich richtig am Sack geht und sich dann denkt. Monate? Ja, gibt's auch. Also schon lange nicht mehr, oder? Du und deine Monate, I don't know, maybe. 2 Wochen vielleicht. Übertreibt er, okay. 30 Tage. 30. Ja, diese 30 Tage. Ja, aber dann gibt es natürlich auch Zeiten, wo man sagt so, als Ehemann, jetzt langweilt mich das ein bisschen mit dem Sterben wie Jesus. Okay, ich würde sagen, für heute sind wir genug gestorben, Zeit ist abgelaufen. Elida, das nächste Mal, nächste Woche beginne ich mit einer Frage an dich, nämlich Epheser 5, Vers 24. Da steht nämlich, und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so soll sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Und wir sind alle sehr gespannt, wie sie antwortet. Die Macht der Worte. Aus der Sicht, aus der Sicht, aus der Sicht und mit den Worten von, aus der Sicht und mit den Worten von, unter anderem der Gründer von Live on Stage, Gabriel. Hi Gabriel. Hi Steve. Ja, wir haben letzte Woche ein bisschen was aus deinem Leben gehört. Ich frage jetzt nicht, wie du deine Frau kennengelernt hast oder wäre das eine tolle Geschichte? Oh, du schaust schon so. Ja, das sind immer tolle Geschichten, oder? Das stimmt. Erzähl doch mal einen Schwank nur. So irgendwie das Highlight. Also
meine Frau habe ich kennengelernt an einem Kurs über Evangelisation. Oh. Da haben wir uns das erste Mal gesehen. Das war in einer Kirche und ich habe da teilgenommen, weil man da gelernt hat, wie man über den Glauben reden kann, wie man anderen Menschen seinen Glauben bezeugen kann, wie man erzählen kann, was Gott in seinem Leben getan hat. Und meine Frau, die war damals auch an diesem Kurs dabei und da haben wir uns das erste Mal gesehen. Okay. War es dann so, wie es oft so ist in christlichen Kreisen, dass Gott gesprochen hat zu dir und du auch lange gewartet und gebetet und gefastet hast? Ist jetzt ironisch gemeint. Ja, natürlich. Also ja, tatsächlich, ich hatte ja schon andere Frauen, weil ich vorher meine ganze Jugend eigentlich ohne Gott verbracht habe. Dann habe ich ganze Sachen mit Gott gemacht, mein Leben mit Gott in Ordnung gebracht. Und von diesem Moment an war es für mich eigentlich auch klar, ich will eine Frau, die denselben Glauben wie ich hat, die diesen Glauben teilt, mit der ich zusammen auch diesen Glauben leben kann und die mit mir zusammen in dieselbe Richtung zieht, die dieselbe Vision hat, dasselbe Herzensanliegen, mit der ich zusammen Pferde klauen gehen kann. Ja, genau. Und deshalb habe ich nach so einer Frau Ausschau gehalten. Und als dann die Madeleine mir über den Weg lief, da war es echt um mich geschehen. Ich wusste einfach von Anfang an, das ist sie. Und ich habe dann auch gar nicht lange gefackelt. Mhm. Ich habe die eingeladen für den Europapark. Ist übrigens ein echt guter Gratis-Ratschlag, wenn du ein Date machen willst, um eine Frau ein bisschen besser kennenzulernen, lade sie ein in den Europapark, weil wir mussten da oft stundenlang vor diesen Bahnen anstehen oder gefühlt stundenlang. Und in dieser Zeit kannst du gut miteinander reden. Und da haben wir viel gequatscht den ganzen Tag und am Schluss des Abends war es für uns beide eigentlich klar, das wird was. Und dann ging es noch, glaube ich, einen Monat und dann waren wir zusammen. Und dann ging es anderthalb Jahre und dann haben wir geheiratet. Okay, seit wann seid ihr verheiratet? Seit 17 Jahren. Glückwunsch dazu. Okay, bevor wir jetzt ein bisschen in Musik gehen und live on stage, habe ich noch eine weitere Frage. Du hast letzte Woche erzählt, dass ihr auf St. Pauli wohnt. Und du hast auch gesagt, ihr habt drei Teenager. Jetzt, wenn ich einer deiner Söhne gewesen wäre im Teenageralter, ich glaube, ich hätte mich gar nicht mehr klar bekommen. Also ich denke mir, St. Pauli ist nur Frauen in Schaufenstern, die sich zeigen. Ist es tatsächlich so? Also erstens mal, nein, würde ich sagen, ist nicht so. St. Pauli ist ja ein großer Stadtteil und ich würde sagen, dieser Stadtteil ist eigentlich so ein bisschen zweigeteilt. Eben, es ist der ganze Bereich um die Reeperbahn herum, der natürlich echt übel ist. Einer der finde ich, übelsten Flecken, wo ich schon war. Man hat wirklich das Gefühl, man geht da über klebrige Masse, so gefühlt irgendwie. Es ist wirklich alles so schmutzig und es stinkt. Am Abend kommen diese besoffenen Touristen, die sich da irgendwelche Frauen zu eigen machen, die da ausgebeutet werden. Das ist echt ein schrecklicher Ort. Dann gibt es aber auch einen anderen Stadtteil von St. Pauli, wo einfach, ich würde jetzt mal sagen, mehr so dieser trendige Stadtteil ist, wo so viele Studenten auch sind, viele, viele Bars, Cafés und wo so das Nachtleben floriert. Mhm. Wir allerdings wohnen so genau in der Mitte. Also bei uns fangen gerade beide Stadtteile an, also wir sind mit beidem konfrontiert. Und wenn du jetzt noch auf meine Söhne ansprichst, oder auf meine Söhne, ich habe ja nur einen, ich habe zwei Töchter, ansprichst, wir haben uns einfach gesagt, dass wir da hingezogen sind, haben wir uns natürlich diese Frage auch gestellt. Ist das schlecht, wenn unsere Kinder Prostituierte auf der Straße sehen? Wir mussten uns dann aber einfach sagen, uns ist es lieber, sie sehen diese Frauen auf der Straße als versteckt am Computer, weil so kriegen diese Frauen ein Gesicht. Und meine Frau zum Beispiel, die geht jede Woche raus, um Prostituierte zu besuchen. Die geht sogar in Nachtclubs rein, in Striplokale rein, hat echt gute Beziehungen schon zu vielen Prostituierten. Und teilweise waren wir auch schon als Familie unterwegs, haben Türsteher kennengelernt, quatschen mit den Leuten und so. Und unsere Kinder haben auch echt ein Herz entwickelt für die Menschen. Das sind ja alles Menschen, die da sind, die Gott so dringend brauchen. Und von daher, glaube ich, die beste Lebensschule für unsere Kinder. Ja, ich fand es interessant. Also letzte Woche hast du ja auch erzählt, dass es so ein bisschen das Fundament stärkt von deinen Kindern auch. So ungefähr hast du es, glaube ich, gesagt.
Wir müssen mal danach reden, weil ich hätte Lust mit dir, mich nochmal zu treffen, über Kindererziehung und sowas zu reden. Ja. Weil ich finde es ein herausforderndes Thema. Weil, also ich sitze jetzt nicht im Ghetto hier, aber manchmal denke ich mir, vielleicht wäre es besser, irgendwo anders hinzuziehen, wo die Luft ein bisschen entspannter ist für meine Kinder. Aber noch die letzte Frage so über dieses ganze Ding. Meinst du, dass so eine heile Welt, du hast es, glaube ich, letzte Woche Bubble genannt, dass das manchmal gar nicht so gut ist für Kinder? Och, ich finde, das kommt ein bisschen drauf an. Also, das kann ja auch was Gutes sein. Wir sind zum Beispiel, bevor wir hier nach Hamburg gezogen sind, haben wir wirklich auf dem Land gewohnt, Haus an Haus mit meinen Schwiegereltern. Das war, würde ich sagen, eine Bubble. Das ist, war ein Dorf, wo echt Hase und Reh einander gut nachgesagt haben. Und die Schwiegereltern haben da echt so einen Schirm über unsere Kinder gehalten. Und die sind da in einer heilen Michel-Welt, Löhneberger-Welt eigentlich aufgewachsen. Und das war auch ganz gut, finde ich. Aber auf der anderen Seite finde ich, es schadet auch nicht, in so eine Welt reinzugehen. Mhm. Ich finde, Kinder werden so oder so erwachsen. Wichtig ist, dass sie eine gute Beziehung zu ihren Eltern haben, dass sie wissen, dass sie geliebt sind. Sie können auch in der Schule gemobbt werden, dass wenn sie wissen, wenn sie nach Hause kommen, da sind sie geliebt, da haben sie Sicherheit, da haben sie Ruhe, ein Nest, wo sie sich wohlfühlen, das Wärme ausstrahlt. Ich habe das in meiner Kindheit eben ein bisschen vermisst. Ich habe immer, wenn ich nach Hause gekommen bin, hatte ich so ein flaues Gefühl im Magen. Ich habe immer gehofft, dass das Auto von meinem Vater nicht vor der Türe steht. Okay. Weil ich um die Ecke kam. Und wenn es da stand, dann dachte ich, und wenn es nicht da stand, habe ich mich gefreut. Und wir haben das jetzt ganz anders. Wir freuen uns alle, nach Hause zu kommen. Wir haben eine gute Stimmung zu Hause. Wir lieben einander. Ich denke, das ist das Allerwichtigste. Und dann können die wohnen, wo die wollen. Mhm. Das wird denen nicht schaden. Ja, genau. Erwachsen werden die, so oder so. Okay. Wir springen mal wieder ein bisschen zurück in der Zeit. Und zwar hast du von 99 bis 2005 eine Ausbildung gemacht und gearbeitet als Kameramann und Video-Operator. Mhm. Wie kamst du zu dem Beruf? Also dachtest du dir, ja, irgendwie in die Medienbranche mal reinzuschnuppern? Nee, überhaupt nicht. Das war echt, das ist eine Glory Story, eine Gottgeschichte, die Gott gemacht hat. Also ich habe das auch letzte Woche erzählt, dass ich eine sehr wilde, verrückte Jugend gehabt habe. Ne? Ich habe alle möglichen Substanzen konsumiert. Ich war verschuldet über beide Ohren. Ich ging von einer Party auf die nächste. Und man könnte wirklich sagen, mein Leben war zwar wie in einem Rausch. Und ich habe das damals auch cool gefunden, habe das genossen, so frei zu sein. Aber mein Leben war damals wie so eine Abwärtsspirale. Schön langsam ist alles so, hat sich so runtergedreht. Und ungefähr mit 18 Jahren stand ich wirklich vor den Trümmern meines Lebens. Also ich war ja dreimal aus der Ausbildung rausgeworfen worden. Ich hatte nichts mehr, keine Perspektive, keine Hoffnung. Und dann habe ich Jesus kennengelernt. Und ich habe mich entschieden, ich möchte ihm mein Leben anvertrauen. Ich hatte auch nichts mehr zu verlieren, aber ich dachte, wenn Jesus mein Leben in die Hände kriegt, kann er was Gutes draus machen. Und jetzt, wenn ich 20 Jahre zurückblicke, muss ich wirklich sagen, damals hat diese Abwärtsspirale gestoppt und hat angefangen, in die andere Richtung zu drehen. Und mit meinem Leben ging es bergauf. Und wenn ich heute zurückschaue, mir geht's wirklich so gut. Ich habe keine Schulden mehr. Ich habe eine wunderbare Familie. Ich arbeite auf meinem Traumjob. Ich habe, soweit ich weiß, keine Abhängigkeiten nach irgendwelchen Substanzen. Gott hat mein Leben wirklich gut gemacht. Und ich weiß auch, wenn ich heute sterben würde, dann würde ich in den Himmel kommen. Ich bin Kind von Gott. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Und weißt du, damals, als ich mein Leben Jesus anvertraut habe, als diese Abwärtsspirale anfing, in die andere Richtung zu drehen, ungefähr das Erste, was mir passiert ist, habe ich angefangen, in einem Gospelchor mitzusingen. Ist eigentlich auch eine witzige Geschichte, weil ich habe ja voll nicht zu Gospel gepasst. Ich war wirklich in ganz anderen Kreisen. Aber jemand hat mich eingeladen zu sich in den Gospelchor, so ein alter Schulkamerad. Und ich dachte dann, ja, geh's mal hin. Und dann habe ich angefangen, in diesen Gospelchor zu gehen. Das war meine erste Kirche eigentlich. Da habe ich andere Menschen kennengelernt, die Jesus lieben, habe Freunde kennengelernt. Und die gingen dann auf Tour oder wir gingen auf Tour mit unserem Chor. Und weil ich damals arbeitslos war, ich war ja gerade aus der Ausbildung rausgeworfen worden, haben die gesagt, hey Gabriel, schneid doch mal so ein Video, das wir dann jeweils zeigen können, bevor das Konzert beginnt.
Und ich habe mir dann vom christlichen Fernsehen, habe ich mir so eine Box ausgeliehen. Damals hat man ja Video noch nicht auf dem Computer geschnitten, sondern eigentlich eher so mit Kassetten. Aber das war so die erste digitale Box, die es auf dem Markt gab. Die hat man dann so mit dem SCART-Stecker hinten am TV angemacht. Und dann habe ich angefangen, dieses Video zu schneiden, habe Tag und Nacht geschnitten. Und als es fertig war, war das echt gut. Und als wir dann auf Tour gingen, hat das der Produzent eines christlichen oder von diesem christlichen Fernsehsender, wo ich die Box ausgeliehen habe, hat das gesehen. Und dann haben die mir angerufen und haben gesagt, wir würden dir gerne ein Praktikum anbieten. Und habe ich gesagt, ja, gerne, auf jeden Fall. Ne? Und das war so mein Einstieg eigentlich. Dann habe ich zuerst bei denen eine Zeit lang gearbeitet, habe dann noch eine Ausbildung beim Schweizer Fernsehen gemacht, also im Staatssender, und habe mich dann später selbstständig gemacht. Das war so mein Einstieg eigentlich. Und ja, habe dann wirklich so ein bisschen die Karriereleiter darauf gestiegen. Aber das war alles Gott. Also das war nicht ich. Ja. Nicht wegen meiner Fähigkeit oder irgendwie so. Bist du dann derjenige, der für, ich sage jetzt mal, Werbevideos für Live on Stage auch am Cutting sitzt? Nee, also mittlerweile mach ich eigentlich gar nichts mehr. Ich habe dann eben, wie gesagt, ich war einige Jahre in diesem Metier tätig und habe dann ungefähr so, ich habe dann mit meine Frau kennengelernt und wir haben dann zusammen Theologie studiert, weil wir einfach gemerkt haben, uns zieht's mehr in diesen Bereich. Wir wollen unser Leben einsetzen dafür, dass Menschen auch diesen Gott kennenlernen, dass Menschen das auch hören können. Hey, Gott ist derjenige, Jesus ist derjenige, der dich retten kann, der dich heilen kann, der dein Leben auf festen Boden stellen kann. Wir wussten das, dafür wollen wir unser Leben einsetzen. Und ich bin damals in dieser Zeit, bin ich um die ganze Welt gechattet, häufig mit Business Class irgendwie nach Indien geflogen, habe da Filme gedreht und weiß ich was alles, aber ich war immer unzufrieden. Ich habe immer gespürt, das ist nicht der Ort, wo ich langfristig bleiben will. Mhm. Und dann haben wir uns entschieden, eben selbst so eine Arbeit zu gründen, die Netzwerkarbeit, wo wir anderen Menschen von diesem wunderbaren Gott erzählen können. Und dann habe ich eigentlich einen konsequenten Cut gemacht und habe dann aufgehört, Videos zu schneiden und zu filmen und so. Okay. Du hast jetzt über die Netzwerkarbeit schon gesprochen. Das war 2010, wenn ich mich richtig entsinne, richtig? Also zumindest in Basel und ich glaube, für Deutschland habt ihr 2014 was aufgebaut auch. Ist das richtig? Also das ist ein bisschen kompliziert. Wir haben 2007, sind wir noch während unserer theologischen Ausbildung, sind wir nach Basel gezogen und haben dort eine lokale Arbeit aufgebaut. Netzwerk Basel hat sich das genannt. Wir haben all diese Kirchen zusammengetrommelt und haben gesagt, lass uns jede Woche auf die Straße gehen und kreativ den Menschen von Gott zu erzählen. Wir haben da echt die verrücktesten Straßeneinsätze gemacht. Wir haben Flashmobs gemacht mit 500 Teilnehmern, wo wir in der Einkaufsmeile so ein altes Kirchenlied gesungen haben. Mhm. Wir haben Open-Air-Gottesdienste veranstaltet im Stadtpark und so weiter. Also wir waren jede Woche mit großen Einsätzen unterwegs. Und dann 2010, und das hat sich dann so ein bisschen ausgebreitet in der Schweiz, es gab verschiedene andere Städte, die dieses Modell dann übernommen haben. Und die haben wir dann zusammengeschlossen unter dem Dach Netzwerk Schweiz. Mhm. Und 2010 ist dann so diese Netzwerk Schweiz Arbeit offiziell entstanden. Okay, jetzt habe ich mal eine Frage, wenn ihr da Gemeinden verbindet, wie funktioniert das denn? Also weil es ist jetzt nicht pessimistisch, aber ich kenne es von Allianz Gebetswochen zum Beispiel, dass es immer wieder Leute gibt oder Gemeinden gibt, die sagen, nee, da mache ich jetzt nicht mit oder wir verstehen uns jetzt nicht mit den Charismatikern oder wir nicht mit den anderen oder sowas. Wie macht ihr das denn? Also damals eben in dieser Straßenarbeit, heute machen wir eine andere Arbeit, aber damals auf der Straße haben wir es eigentlich gleich gemacht wie heute. Wir kamen nach Basel und wir haben gesagt, Leute, wir haben einen Auftrag, das Evangelium den Menschen weiterzusagen. Und für uns alleine sind wir zu klein. Häufig sind Kirchen für sich alleine, haben zu wenig Power, zu wenig Energie, um längerfristig was zu machen, dran zu bleiben, vielleicht auch was Größeres zu machen, das cool ist, das zieht. Aber wenn wir zusammenspannen, dann kriegen wir was Größeres hin, kriegen wir auch was hin, das nachhaltig ist. Und so haben wir das immer gemacht. In Basel sind dann viele Gemeinden zusammengekommen. Da sind die ganz Charismatischen mit den ganz Konservativen und auch die ICF und die Landeskirchen und weiß ich wer alles noch, die da vielleicht in der Mitte eher sind. Das ganze Spektrum, also alle Pflänzchen aus Gottes Garten haben da immer fröhlich mitgearbeitet. Und auch jetzt bei Live on Stage ist das so. Also wir haben jetzt gerade wieder drei Kampagnen, die laufen in Hamburg, in Dresden und in Bern.
Und da sind wirklich, also da sind die Pfingstgemeinden im selben Team mit den FWGs und arbeiten da Hand in Hand für die Verkündigung des Evangeliums. Und das geht ganz gut. Ich glaube, so die Zeit, wo man sich da bekämpft hat, die ist vorbei. Also so empfinde ich das mindestens dort, wo wir unterwegs sind. Ist es so ein bisschen auf eurem Herzen als Familie, da Gemeinden zu verknüpfen? Weil live on stage, sagst du ja gerade auch, da arbeiten die mit denen zusammen, schon wie es bei diesem Netzwerk war. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das das Herz ist unserer Familie. Vielleicht das eher das Herz von mir und meiner Frau, dass wir gesagt haben, wir haben ein Herz, die Christen zu mobilisieren, aufzuwecken, zu begeistern, ihnen Mut zu machen, ihren Auftrag zu leben. Ich meine, Jesus, der hat ja seinen Jüngern, bevor er in den Himmel gegangen ist, hat er ihnen gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein hier auf dieser Erde. Ich setze euch ein als meine Repräsentanten, als meine Stellvertreter. Und ihr werdet die Botschaft Gottes in diese Welt hinaustragen. Ne? Jesus ist nicht mehr da, er ist jetzt im Himmel. Aber wir sind jetzt hier und wir sind seine Botschafter hier auf dieser Welt. Mhm. Und ich glaube, unser Herz ist es, die Christen zu motivieren und zu inspirieren, das zu machen. Und ja, genau, das passiert dann automatisch, dass die Kirchen dadurch vernetzt werden und miteinander zusammenarbeiten. Okay, für diese Woche die letzte Frage, um da mal das Netzwerk hinten stehen zu lassen. Auf deiner Homepage steht noch, du bist Eventredner. Mhm. Hat das was mit Live on Stage zu tun? Ja, natürlich. Bei Live on Stage bin ich ja ein Eventredner. Also wir bringen ja wahre Musicals oder respektive Musicals zu wahren Lebensgeschichten auf die Bühne, mhm, und kombinieren das mit einer Predigt. Also das ist unser Format, Musical und Message. Mhm. Message halte jeweils ich, also die Predigt an diesen Veranstaltungen. Ist es auch so, dass man dich dann eigentlich auch, sage ich mal, buchen könnte, wenn jetzt eine Gemeinde eine Woche Evangelisation macht, dass du kommst und predigst? Ja, also das mache ich eigentlich fast nie. Es gab es auch schon. Mhm. Ich muss sagen, ich bin mit Live on Stage so angespannt, dass ich fast selbst nicht meine Sachen vom Schreibtisch krieg, dass ich jetzt nicht viel Energie habe noch für andere Projekte. Manchmal gibt es das, dass ich in externe Projekte involviert bin. Ich bin sehr viel auf dem Internet tätig, also ich versuche mit Videos, mit YouTube, versuche ich Menschen für das Evangelium zu erreichen, aber jetzt so an klassischen Evangelisationswochen bin ich eigentlich eher selten anzutreffen. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich kann mich erinnern, wie ich gepredigt habe, wie fast Ströme wieder rausgelaufen sind, so vor mir durch.